Hallo und herzlich willkommen zum Inspirationsvideo 51 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich spreche in dieser Woche in der Podcast-Folge 51 darüber, wie du in einer gefühlt aussichtslosen und hoffnungslosen Situation agierst, und ich gebe dir da meine 5 Erfolgstipps mit an die Hand. Und eine solche Situation kann im Business dann gegeben sein, wenn du gefühlt Druck ausgesetzt bist. Also wenn du beispielsweise deine Wünsche geäußert hast und ein Nein erhältst. Klassisches Beispiel: Du bist im Personalgespräch, stellst dir eine Gehaltserhöhung vor, hast entsprechend dahin argumentiert, sprichst deinen Wunsch aus und der Chef sagt dir ganz klar Nein. Mir ist eine solche Situation aus der Vergangenheit natürlich gut bekannt und ich habe das auch im Gespräch mit meinen Kundinnen erfahren, dass wir Frauen schneller aufgeben. Wir sind jedenfalls wesentlich häufiger und auch wesentlich schneller als jeder Mann. Ein Mann würde in einem Personalgespräch deutlich länger argumentieren, also mehr sich für sich einsetzen, als wir Frauen das häufig tun. Und woran liegt das, habe ich mich gefragt. Und mir ist da ein Gen aufgefallen, von dem wir Frauen reichlich haben und was uns im Business in vielen Situationen positiv erscheint und auch was auch positiv wirkt, aber eben in Drucksituationen auf die Füße fällt. Das ist das sogenannte Mag-mich-gehen. Das heißt, mir als Frau ist es wichtiger und mitunter wesentlich wichtiger als mein Wunsch, dass ich von meinem Gegenüber gemocht werde. Also die Beziehung, der Kontakt zum anderen ist mir sehr wichtig. Und wenn ich im Business unter Druck gesetzt werde in so einer Situation, dann gebe ich schneller nach, weil ich unbewusst Angst habe, dass mein Gegenüber die Beziehung abbricht. Männer haben mit diesem Mag-mich-gehen im Business deutlich weniger zu kämpfen und sind ja mit einem sehr, sehr großen Sachohr ausgestattet, sodass sie in vielen Business-Situationen nicht in die Gefahr kommen, nachzugeben, weil sie nicht befürchten, dass der Chef sozusagen aus der Beziehung geht. Und mir geht es darum, dass du dir dessen bewusst bist und dass du bewusst agierst. Wie du dich entscheidest, ist für mich persönlich gleich, ob du härter argumentierst oder ob du nachgibst. Wichtig ist, dass du dir dessen bewusst wirst und dass du auch dann zu deiner Entscheidung stehst. Das ist ja der Vorteil, wenn wir bewusst agieren. Gibst du unbewusst nach, wirst du dich im Nachhinein ärgern und abwerten. Bist du in so einer Situation dir bewusst, indem du beispielsweise erstmal nachgibst, um dein Ziel auf einem anderen Weg zu erreichen, kannst du besser damit umgehen und kannst es gegebenenfalls auch leichter anderen kommunizieren. Von daher gilt auch für dieses Video mein Gedanke aus dem Podcast: Eine aussichtslose, eine ausweglose Situation ist keine aussichtslose Situation, sondern es kommt immer darauf an, wie ich mich in der Situation fühle und was ich daraus mache. Und mit diesem Gedanken geh bitte in dein nächstes Personalgespräch und ruf ihn dir ab, wenn du mal wieder gefühlt in einer Situation bist, wo du unter Druck gesetzt wirst. Du entscheidest, wie das Ganze ausgeht. Das war's für heute, und wenn du Unterstützung brauchst zu diesem Thema oder ganz allgemein, dann komme gerne auf mich zu. Dann reserviere dir dein persönliches Strategiegespräch. Ich bin gerne für dich da. Und für heute liebe Grüße aus Berlin.